Hotel Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Digital Upgrades. Heute kümmern wir uns mal wieder um ein Thema, das wir schon ein paar Mal besprochen haben miteinander. Und zwar geht es heute um Backups. Backups sind halt eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Und man hört immer mal wieder von Freunden, Bekannten, teilweise halt auch IT-Spezialisten: Ja, mir ist die Festplatte kaputt gegangen, was mache ich denn jetzt, wie kriege ich denn die Daten wieder her? Und da ist dann meistens meine Aussage: Ja, dann nimm doch einfach dein letztes Backup. Aber dann kommt meistens die Antwort: Ja, ich habe immer gedacht, mir passiert sowas nicht. Genau, und das sind immer diejenigen, die drei externe Festplatten haben und dann nur Schwachsinn draufliegt, aber kein Backup. Ihr seid es, euch geschieht es ja eigentlich recht, aber damit es euch nicht mehr passiert, zeigen wir euch, was ihr besser machen könnt. Es ist auch gar nicht mehr teuer, Backups zu machen. So ein Terabyte Festplatte kostet vielleicht 60 Euro momentan, das wird immer billiger. Also es gibt keine wirkliche Ausrede, das nicht zu machen. Und die Programme, um Backups zu machen, zumindest zum Teil, sind umsonst, also nein, nicht umsonst, sind kostenfrei oder kommen schon mit dem System mit. Und wir wollen euch heute für einmal macOS und für Windows zeigen, mit was für Applikationen ihr dort Sicherungskopien machen könnt. Und da fangen wir doch einfach direkt an mit dem Mac. So ist es. Und da haben wir hier diese wundervolle Festplatte. Und die hat einen USB-Anschluss, den stecken wir jetzt einmal ein. Und wenn ihr sie zum allerersten Mal einsteckt, so eine leere Festplatte in einem Mac, und ihr habt noch kein Time Machine Backup, dann wird euch der Mac sagen: Möchtest du diese Festplatte als Time Machine Festplatte hernehmen? Und wenn ihr sie extra dafür gekauft habt, dann sagt ihr natürlich ja. Ich habe das vorher schon mal angeschlossen, deswegen kommt diese Abfrage jetzt nicht. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen die Time Machine Einstellungen an. Dazu gehen wir in die Systemeinstellungen. Alternativ hätten wir auch hier oben klicken können und dann Open Time Machine oder Time Machine Einstellungen öffnen. Aber dafür muss man schon einmal eingerichtet haben. Richtig, genau. Und dann ist hier unten der Punkt Time Machine. Großer Schalter, aus, einschalten, ganz einfach. Man kann hier als ein Volume, also eine Festplatte auswählen. Und er zeigt uns das wahrscheinlich nicht, weil sich das Parallels gekrallt hat. Kann das sein? Wir tun das einfach so, als wäre das nie passiert. Hier, USB. No. Oder? Ich meine, du kannst es nicht ausschmeißen. Du musst immer einfach zu. Suspend. So. Parallels wird suspendiert. Eigentlich sollte an der Stelle jetzt die andere Festplatte mit auftauchen. Du hast sie ja gerade erst eingesteckt. Ja, ist ja auf jeden Fall schon mal drin. Und ich kann jetzt hier USB-Festplatten auswählen. Ich kann nicht nur USB auswählen, sondern zum Beispiel auch, wenn ich eine Time Capsule habe oder eine USB-Festplatte an einer AirPod Extreme angeschlossen habe. Oder auch ganz normale Netzwerkfestplatten, wie wir hier sehen. Genau. Sind alle möglich. Ich kann hier jetzt eine Time Capsule konfigurieren. Ich wundere mich jetzt immer noch. Ich stecke es mal kurz aus und ein. Ich bin so frei. Da wird dem Rechner schon ganz schwarz vor Augen. Puh. Da ist sie. Genau. Und da sehen wir jetzt, eine hatte ich schon Time Machine genannt, da kann er Backups drauf machen, also sage ich für Backup verwenden. Wenn ich vorher noch nichts ausgewählt habe, das habe ich aber vorhin schon gemacht, deswegen wähle ich da jetzt nichts aus. Und wir können hier verschiedene Optionen auswählen. Manchmal ist es ja wichtig, dass ich bestimmte Ordner nicht backupen möchte. Wir schauen uns zum Beispiel hier die Dropbox an. Es macht keinen Sinn, dass ich meine Dropbox nochmal extra sicher, weil die Dropbox wird ja sowieso synchronisiert mit einem Server und da gibt es auch inkrementelle Backups. Da muss ich nicht nochmal lokal Festplattenplatz verschwenden oder zum Beispiel Filme. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt einen Ordner, wo meine iMovie-Sachen drin sind, die möchte ich backuppen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Fernsehsendungen aufzeichne, wo mir nicht so wichtig ist, dass ich die immer wieder sehe, dann kann ich die zum Beispiel ausschließen. Wobei ich jetzt im Zweifelsfall eher mich daran halten würde, nichts auszuschließen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meiner Mutter raten müsste, sie soll ein Backup machen, der sage ich nicht, was sie nicht ausschließen soll, weil sie, gerade so wie Mütter eben sind, speichern die ihre Filme nicht in Movies, sondern, was weiß ich, im Systemordner, weil sie es da schöner findet. Und dann ist im Schluss, sind es gerade die Urlaubsvideos von Gran Canaria, die sie natürlich auf den nächsten Filmfestspielen in Cannes zeigen wollte. Also lieber ein bisschen weniger ausschließen. Oder wenn man das jetzt für jemanden einrichtet, der halt nicht so computeraffin ist, dann im Zweifel einfach so lassen, wie es ist. Die paar Gigabyte tun oftmals nicht weh. Es gibt zum Beispiel aber Dinge wie Systemdateien und Programme, die brauche ich eigentlich nicht sichern, weil sobald ich
wieder von der CD weginstalliere, von der DVD weginstalliere, dann kommen die sowieso wieder alle mit. Wie ihr die bekommt, zeige ich euch mal. Ich schmeiße es jetzt mal raus, mache jetzt mal den Finder auf und gehe auf meine Systemfestplatte, die heißt bei euch vielleicht Macintosh HD oder ähnlich, und nehme jetzt zum Beispiel hier einfach diesen System-Folder und ziehe den da rein. Und jetzt kriege ich gleich eine Frage. Sie haben den Systemordner ausgeschlossen. Wollen Sie jetzt nur den Systemordner ausschließen oder wollen Sie alle Systemdateien ausschließen? Und sagen wir natürlich alle Systemdateien, weil wie gesagt, die bekommen wir ja wieder. Time Machine sucht sich jetzt raus, was es alles backuppen muss und wie viel das ist. Ich kann zum Beispiel sagen, dass er während dem Batteriebetrieb nichts backuppen soll, weil das braucht natürlich ein bisschen CPU und so weiter. Klar. Also wenn kein Stromkabel angeschlossen ist, dann möchte man vielleicht kein Backup machen. Das muss aber jeder wissen, ja. Wie er das macht. Und ich kann mich benachrichtigen lassen, wenn alte Backups gelöscht werden. Warum werden alte Backups gelöscht? Wir sehen hier, es gibt für die letzten 24 Stunden jeweils jede Stunde ein Backup von allen Dingen, die sich geändert haben. Also es ist jetzt nicht so, als würde Time Machine jede Stunde alles sichern, sondern Time Machine sichert nur das, was sich geändert hat in der letzten eine Stunde zum Beispiel. So, für den letzten Monat, also für die letzten 30 Tagen, wird von jedem Tag ein Backup aufgehoben. Das heißt, wenn jetzt die 24 Stunden rum sind, nimmt sich Time Machine alles, was sich geändert hat in diesen 24 Stunden und wirft den Rest weg. Das heißt, ich kann jetzt nicht von vorgestern alle Stunden durchkramen und suchen, was habe ich, was brauche ich davon noch. Und genau so ist es, wenn ich weiter als einen Monat zurückgehe, also alles ab einem Monat bis unendlich zurück, oder 10, 5 zumindest, ja. Weil da kam es erst raus, da macht es einmal pro Woche, gibt es da halt das gesammelte Backup. Das heißt, es ist aber immer irgendwas da, von dem ich wiederherstellen kann, und ja, und es ist natürlich auch nicht, aber nicht unnötig viel, sondern wie gesagt, immer nur das, was sich ändert. Das bedeutet halt, wenn ich jetzt ein bisschen was an der Textdatei schreibe, dann kann ich diesen Stand wiederherstellen, wie sich halt was verändert hat. Ja. Und er muss wirklich nicht die komplette Textdatei neu speichern, sondern er sagt, okay, ich habe hier Textdatei so und das hat sich jetzt geändert an der Datei. Und so kann man, wird halt da intern Platz gespart. Sehr schön, ja. Das Wunderbare an der Time Machine ist natürlich auch, dass man sich da wirklich um nichts selber kümmern muss. Man wählt sie einmal aus und dann hat sich's eigentlich erledigt. Also wir hätten jetzt auch diesen Dialog schon längst wieder schließen können. Wir starren jetzt darauf, dass wir irgendwann wissen, wann es losgeht. Dann kommt nämlich so ein lustiger Balken. Aber im Endeffekt hätten wir schon längst aufhören können und alles, was jetzt geschieht, geschieht normalerweise von ganz alleine. Egal, wenn ich meinen Mac ausstecke, ab, mit nach Hause wegnehme, unterwegs bin, da Daten ändere, wieder daheim ankomme, dann wird, sobald er ein bisschen Zeit hat oder ein bisschen anfängt zum Idlen, wird mein Time Machine Backup aktualisiert, sodass ich diese Daten auch dann schnellstmöglich im Backup habe. Also besonders mit einer Time Capsule oder mit einer Festplatte an der AirPod Extreme ist es halt noch einfacher. Ich muss nicht mal irgendwas anstecken. Ich komme nach Hause, bin im WLAN. Das Backup selber ist langsamer. Aber ich, wie gesagt, ich muss mir halt niemals Gedanken machen, habe ich heute schon meine Time Machine angeschlossen oder nicht. Und wir sehen jetzt, es funktioniert einfach. Gerechterweise muss man jetzt, es ist zwar auf Windows nicht auch kein Hexenwerk, Backups zu machen, aber jeder, der auf Mac keine Backups macht, ist selbst schuld, weil das ist so einfach. Und also das kann meine Mutter, das macht meine Mutter auch tatsächlich. Es ist so einfach, Backups damit zu machen, dass es keine Ausrede gibt. Und man kann nicht sagen, es ist zu kompliziert. Festplatte anstecken, los geht's. Wir sollten vielleicht so einen Slogan machen. Es ist so einfach, sogar deine Mutter kann's. Ja, so ganz so einfach ist es leider bei Windows noch nicht. Aber wir sind schon sehr nah dran, das so einfach zu machen wie die Jungs bei Apple. Das Ganze war bis Windows Vista für Windows-User ja gänzlich ein Thema ohne Interesse, aber mittlerweile haben sie wohl bei Microsoft in Redmond auch geschnallt, dass Backups tatsächlich Sinn machen. Und deswegen gibt es auch das ein oder andere mitgelieferte Tool bei Windows Vista sowie bei Windows 7, die ich euch gerne zeigen möchte. Also ganz wichtig dazu zu sagen ist, es spielt keine Rolle, wie vorsichtig ihr mit eurem Equipment umgeht. Ja. Es spielt keine Rolle, dass ihr Magneten weit weg von euren Festplatten haltet. Eine Festplatte kann einfach kaputt gehen. Da kann man nichts machen. Da könnt ihr das noch so in schalldichte und erschütterungsfreie Räume einsperren. Es kann einfach passieren, da kann es mal zu warm werden, da kann es mal
Da braucht das bloß ist ein technischer Motor Gegenstand, ja, kaputt. Ja, oder genau. das ist im Haushalt, es gibt einen Blitz, schlägt einen im Haus nebenein an, ist es ganz egal, es gibt mal eine Überspannung. Es muss aber noch nicht mal so was Dramatisches sein. Es kann auch einfach von heute auf morgen die Festplatte ihren Geist aufgeben. Das ich meine, es ist ein technisches Gerät, das ist wie bei allen anderen Sachen. So wie Festplatten gehen Prozessoren kaputt, so wie Prozessoren kaputt gehen, gehen Fernseher kaputt. Also es ist ganz egal. Also ihr müsst euch das kurz vorstellen, denn ich weiß, wie eine Festplatte funktioniert, da sind rotierende Scheiben drin, die drehen sich die ganze Zeit immer. Also immer, wenn die Festplatte an sind, drehen sich diese Scheiben. Da ist ein Arm, wie so fast wie ein Plattenspieler, nur mit Magnet. Der fährt da so ein Mikrometer über der Oberfläche und da kann und wie gesagt, das dreht sich immer und so ein Motor geht halt einfach mal kaputt oder wenn es blöd läuft, setzt dieser Kopf mal auf der Platte auf und zerstört dann die Oberfläche und dann ist die Festplatte nicht mehr zu retten. Und wenn ihr es dann wieder retten wollt, müsst ihr entweder, wenn es billig ist, für 50 Euro eine neue Platine für die Platte kaufen. Da hättet ihr euch aber auch gleich vorher schon eine externe Festplatte kaufen können, um Backups zu machen. Oder wenn es echt blöd läuft, müsst ihr das zu einem Datenrettungsunternehmen einschicken. Das kostet dann bis zu 2000 Euro, manchmal auch mehr. Und da ist noch nicht mal garantiert, dass ihr die Daten wieder bekommt. Die müssen diese Platten rausholen, ja. in andere Gehäuse einbauen und das ist teuer. Und ihr habt keine Garantie. Ihr habt wenn ihr eine gespiegelte Festplatte habt, habt ihr immer eine Garantie, dass eins funktioniert, es sei denn, die Bude brennt ab. Da kommen wir später aber mal noch dazu. Und wenn die für interne Festplatte ausfällt, wisst ihr, kauft dann eine neue, spielt das Backup von der externen ein. Wenn die externe ausfällt, kauft ihr eine neue externe und macht darauf weiter Backups. Und das heißt, ihr seid immer auf der sicheren Seite. So ist es. Ja, währenddessen wir das euch erzählt haben, wieso ihr Backups macht, bin ich auch schon hier im Windows 7 gelandet. Ja, bei Windows 7 ist das Ganze auch nicht viel anders. Also der einzige Unterschied ist, dass man keine Information bekommt, wenn man seine Festplatte ansteckt, sondern man muss das Ganze manuell das erste Mal anstoßen. Ihr findet, wenn ihr auf den Windows-Knopf hier unten drückt oder auf die Start-Taste, wie sie früher hieß, drückt, und auf Systemsteuerungen wechselt, findet ihr hier zum einen den Dialog, also das Auswahlmenü System und Sicherheit. Und dort findet ihr den Punkt Sichern und Wiederherstellen. Klicke ich das jetzt an, bekomme ich dieses Hauptmenü. Ich habe jetzt hier zwei Nebenreiter, und zwar Systemabbild erstellen oder Systemreparaturdatenträger erstellen. Ich möchte mit dem Systemabbild anfangen. Ich kann jetzt hier direkt draufdrücken. Jetzt sucht er nach vorhandenen Festplatten. Die eine oder andere ist hier vorhanden. Ich habe hier noch eine Festplatte, die ich vorher gemountet habe und kann jetzt hier einfach auf Weiter drücken und dann macht ihr ein komplettes Backup von meinem bestehenden System. Da sehen wir aber gleich eine Sache, die der Mac nicht kann. Ich kann hier nicht nur auf Festplatten sichern, ich kann auch eine DVD-Sicherung machen oder ich kann auf ein Netzwerk-Volume direkt Backup. Das ist richtig. Das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr angenehm, wenn man jetzt gerade keine Festplatten hat oder zum Beispiel auf DVD sichern will, um die zum Beispiel zur Oma zu tragen, falls das Haus abbrennt. Das ist richtig. Wenn ich jetzt nicht alle Daten einfach backuppen will, dann mache ich das nicht so, drücke ich hier auf Abbrechen, sondern schaue ich mir hier diesen Reiter genau an. Ich kann hier eine Sicherung einrichten. Es dauert jetzt einen kleinen Moment. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, eine Festplatte oder eben ein Laufwerk auszuwählen, worauf ich sichern möchte, oder eine Netzwerkfestplatte. Drücke hier auf Weiter. Und jetzt kann ich hier Windows selber das auswählen lassen, was er sichern möchte. Oder ich drücke hier Auswahl durch Benutzer, drücke dann auf Weiter. Und habe jetzt die Möglichkeit, hier Informationen nach meinem freien Belieben auszuwählen, die ich gerne backuppen möchte. In vielen Fällen macht es natürlich sehr viel Sinn, auch hier Daten zu speichern. Aber sagen wir mal, für das normale Backup, wo ich meine ganzen Fotos, meine ganzen Musik drin habe, reicht es mir nicht, die Daten des Nutzers alleine backuppe und drücke einfach hier jetzt, das möchte ich natürlich auch, oder ich kann es auch ausmachen. Vielleicht für die Platte jetzt zu groß. Genau. Also ich muss jetzt dazu sagen, ich sagte ja vorhin, dass es für einen Windows-User nicht so einfach ist. Ich kannte das, um ganz ehrlich zu sein, noch gar nicht. Und es ist ja unglaublich einfach. Ja. Man muss es nur einmal eingerichtet haben. Also ich bin tatsächlich das ist wirklich positiv begeistert. Der große Unterschied ist, dass man sich hier nur einmal die Mühe machen muss, das einzurichten. Es gibt jetzt hier die Möglichkeit, auch noch den Zeitplan einzustellen. Also man kann sagen, immer Sonntag 19 Uhr. Oder man kann das so machen, wie man es am Mac auch hat. Mhm. Man ändert jetzt hier von wöchentlich auf täglich. Von Uhrzeit kann man jetzt sagen, hier diese Uhrzeit oder man kann, glaube ich, ja genau, mehr geht nicht. Es ist ein bisschen weniger Einstellungsmöglichkeiten, also man kann jetzt hier kein stündliches Backup einstellen, aber im Großen und Ganzen funktioniert es identisch
Und ich kann jetzt hier auf OK drücken, klicke jetzt hier auf Einstellen, Speichern und Sicherung durch ausführen und dann funktioniert das Ganze auch von ganz alleine. Und immer wenn er die Zeit erreicht, wann er sein Backup machen muss, macht er sein Backup. Das ist natürlich tatsächlich wirklich super und ich muss mir wirklich keine Gedanken machen, ich brauche keine extra Software kaufen. Und es macht sicher Sinn, einmal so ein Systemabbild zu erstellen, wenn ihr zum Beispiel, angenommen, ihr habt neu installiert, das sind alle eure Programme installiert, die ihr normalerweise benutzt, ihr habt eure ganzen Einstellungen gemacht und euer Windows ist ausnahmsweise mal virenfrei. Dann macht ihr ein Systemabbild und ihr könnt das Systemabbild in Zukunft einfach wieder zurückspielen und wenn irgendwas passieren sollte und könnt dann aus den Sicherungen im Zweifel eure Daten wiederherstellen. Und ihr müsst euch halt dann nicht wieder hinsetzen, also besonders diese Systemabbild-Sache ist praktisch, ihr müsst euch halt nicht hinsetzen, alle Programme wieder installieren, dann vergisst man wieder was, dann muss man wieder das Mail-Konto einrichten. Und so geht das einfach fast von allein, weil man es einmal gemacht hat. Ja. Wie ihr hier seht, ist auch im gleichen Fenster findet ihr direkt die Wiederherstellung. Es gibt jetzt hier keine vorhanden, aber normalerweise könnte ich jetzt hier die jeweilige Wiederherstellungsstand auswählen und dann die verschiedenen Daten, die ich wiederherstellen möchte, auswählen. Das bedeutet also für mich, angenommen, ich mache jetzt regelmäßig Backups damit, meine interne Platte geht kaputt, ich kaufe neue, baue sie ein, installiere mir mein Windows wieder drauf und kann dann in diesen Punkt gehen und von der externen Platte, auf die ich gesichert habe, die Wiederherstellung herholen. Jetzt ist es ja so, dass ab und an Fertigrechner ohne Windows-CD kommen. Es hat sich so eingebürgert, war früher ein No-Go, heute ist es wohl ganz normal. Und für diese Leute gibt es gerade, die müssen jetzt aufpassen, es gibt nämlich hier auch die Möglichkeit, einen Systemreparaturdatenträger zu erstellen. Da muss ich natürlich hier eine CD dann einlegen, weil es klar, nur von CDs kann ich heute nur noch booten. In Zweifelsfällen auch von bootfähigen Festplatten, aber eher das seltener. Ist halt die sichere Alternative. Das ist die sichere Alternative und kann jetzt hier auf Datenträger erstellen drücken. Jetzt werden die Dateien dafür vorbereitet und alles, was ich dann noch machen muss, ist die CD einmal einlegen, die Daten drauf brennen. Und nachdem diese Sachen, ja gut, ich habe natürlich jetzt hier kein Medium drin, fertig gebrannt habe, kann ich, sofern mein Windows irgendwann mal nicht mehr startet, die CD einlegen und bekomme dann einen Dialog, wie ich starten möchte. Und habe dann später, wenn ich im Windows bin, die Möglichkeit, auf diese CD zuzugreifen, wo die notwendigen Daten liegen, die ich brauche. Wenn die Mac-User sich jetzt sagen, oh, das ist gemein, sowas haben wir nicht, doch, sowas habt ihr auch. Das ist einfach eure Mac OS X DVD, wenn ihr von der startet, habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel das unterliegende System neu zu installieren. Da hat der Mac ein bisschen einen Vorteil, weil es ohne Probleme ist, möglich ist, das System auszutauschen, ohne dass die User-Daten flöten gehen. Aber so ist das ungefähr genauso einfach. Und man muss es halt nur einmal gemacht haben. Und jetzt wisst ihr es alle und wie gesagt, investiert ein paar Euro in diese externe Festplatte und macht das. Und ich möchte noch mal kurz dann, wenn du jetzt den magischen Knopf drückst und ich bin noch gar nicht fertig, ich bin hier mundtot gemacht. Es gibt ja noch hier eins, was für Windows-User wahnsinnig wichtig ist, denn Windows im Vergleich zu Mac macht alles ein bisschen anders, speichert und lizenziert und meldet Applikationen, Installationen, alles Mögliche an der Registrierungsdatei an. Und also in den Registrierungsdateien an. Und es ist bietet sich natürlich an, diese Dateien auch extern nochmal zu sichern. Das ist nicht viel Daten, es sind nicht viele Daten, aber es bietet sich einfach an, das von Zeit zu machen. Dafür gibt es nämlich keine andere Möglichkeit, außer die Systemwiederherstellungspunkte, die aber aus persönlicher Erfahrung ich nicht empfehlen kann. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, wie das geht. Ihr macht auch wieder hier drückt auf den Startknopf oder Windows-Knopf, gebt jetzt hier im Suchdialog Regedit ein. Jeder, der aus den frühen 90ern kommt, kennt diesen Befehl noch und hat jetzt hier die ganzen Registrierungsdateien. Die kann man jetzt natürlich alle einzeln speichern, dann werden wir aber wahnsinnig. Deswegen drücken wir hier auf Datei, exportieren und jetzt kann ich hier einfach einen Ort auf meiner Festplatte, im Zweifelsfall natürlich auf einer externen Festplatte auswählen, wo ich das hinspeichern möchte. Ich nenne das jetzt hier Reg Backup. Ganz wichtig, unten alles auswählen und nicht nur ausgewählte Teilstruktur. Genau, richtig, alles und dann drücke ich hier auf Speichern und schon legt er los. Und genauso schwer wie das Exportieren war, genauso schwer ist auch das Importieren. Ich muss erst wieder meinen Registrierungseditor starten, finde jetzt hier auf Datei, gehe auf Importieren und wähle dann das jeweilige Backup aus und drücke einfach auf Öffnen. Ganz wichtig, wenn ihr in diesem Regedit drin seid, und ihr kennt euch nicht aus, macht nichts anderes außer dem, was der Tino euch gerade gesagt hat.
weil da kann man sehr viel kaputt machen. Es sei denn, ihr wollt euer Backup ausprobieren, dann empfehle ich euch, macht den Regedit auf und löscht einfach mal wild irgendwelche Sachen. Sicher, dann könnt ihr gleich auch noch die Wiederherstellungs-CD ausprobieren. Oh ja. Also da würde ich sagen, das ist der optimale Anwendungsfall. Erstmal eine Kopie auf eine externe Festplatte, dann alles löschen, Windows neu starten, miterleben, wie es nicht startet, dann die Sicherungs-CD ausprobieren oder DVD, dann ins Windows starten, dort dann wieder importieren, ist perfekt. Da haben wir alles ausprobiert. Also wenn ihr das geschafft habt, dann kann euch nichts mehr passieren. Dann habt ihr den Backup-Hattrick geschafft. So, ich mache jetzt hier den Zaubertrick, den der Basti noch nicht kennt. Magic! Oh, wunderbar. Kohärenz wollen wir ja eigentlich. Ja, das ist doch auch mir egal. So, wir sehen immer noch, die Time Machine backt im Hintergrund ab. Backt ab. Die backt Brötchen. Und wenn nochmal eins, wenn ihr einen Windows-Knopf haben wollt, dann im Mac, und dann drückt ihr einfach hier drauf. Das ist natürlich super. So, er macht immer noch Backups und auch wenn er jetzt noch nicht fertig ist, kann ich es euch nur halb zeigen, weil wir können es halt einfach nicht lang genug warten und ich wollte einfach nicht meine AirPod Extreme und meine Festplatte zu Hause ausbauen, um sie hier ins Studio zu bringen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier oben auf dieses Time Machine Symbol und sage Enter Time Machine. Entweder mache ich das so oder aber ich sage jetzt, ich habe einen bestimmten Ordner, zum Beispiel habe ich jetzt, na, ich schätze mal, er wird zuerst mit den User-Dateien anfangen. Ich weiß es nicht genau. Also beispielsweise, ich bin jetzt in meinem User-Ordner, der User heißt Demo. Das heißt, ich möchte jetzt von diesem Ausgangspunkt aus starten. Das heißt, ich wähle diesen Ordner aus, klicke auch hier wieder Enter Time Machine oder Time Machine betreten, wer weiß es. Und dann hat das natürlich jetzt nicht funktioniert, aber in der Regel ist das. So weit. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es halt noch nicht gebackupt hat. Und ich kann jetzt hier irgendwo reingehen in den Ordner. Und im Normalfall würde mir jetzt hier hinten angezeigt werden, also würden mir mehrere Finder-Fenster angezeigt werden. Und ich kann dann mit diesen Pfeilen hier oder halt mit diesem Zeitstrahl ein bestimmtes Datum navigieren. Und mir dann die Daten, die er dort gesichert hat, wiederherstellen. Ich klicke dann also einfach nur eine bestimmte Datei an. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier nichts drin. Hier würde ich jetzt die anklicken und drücke dann da unten auf Restore. Und dann stellt er die aus der Vergangenheit wieder her. Deswegen halt auch Time Machine. Haha. Und so einfach ist es, deine Datei wieder zurückzubekommen. Ja. Sehr schön. Ja, so funktioniert das Ganze. Also, ihr müsst nicht mehr Angst haben, ihr müsst kein Geld investieren, außer eine externe Festplatte. Das ist alles, was ihr braucht. Und das vielleicht eventuell die Märchen, die, oh, schade, ich konnte mich nicht selber streicheln, die Märchen, die wir euch gerade erzählt haben, vielleicht ein oder andere Mal noch anhören. Dann wisst ihr auch, wie ihr eure Backups auf dem jeweiligen System macht. Also macht auf jeden Fall Backups, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe es den harten Weg beschritten, es zu lernen. Macht den Fehler wirklich nicht. Ich meine, ja, man lernt aus Fehlern, aber macht ihn nicht. Und wenn ihr natürlich sagt, mir sind alle Fotos und alles Mögliche, was ich habe, egal, dann lasst es mit den Backups sein. Aber wenn es euch ein bisschen was bedeutet, dann macht diese Backups. Ich habe sehr viele Erinnerungen, die ich nur auf dieser einen Platte, die mir vor knapp 10 Jahren mal kaputt gegangen ist, die ich da drauf hatte, verloren und das tut mir im Nachhinein sehr weh, aber das, ich kann es jetzt nicht mehr ändern und jetzt wird mir das nicht mehr passieren. Das ist meine traurige Geschichte zum Thema Backup. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach alle Fotos, die ihr habt, bei Facebook hochladen. Da sind sie auch bis in alle Ewigkeit gespeichert. Das ist richtig und ihr wisst ja, think before you post, aber naja. Dazu vielleicht mal eine andere Sendung. Ja, das ist wieder mal abendfüllend. Ja, so viel heute zum Thema lokales Backup. In der nächsten Sendung werden wir euch ein bisschen was dazu darüber erzählen, wie ihr Backups machen könnt, wenn ihr die außer Haus lagern wollt, also für den Fall, dass was Schlimmes passiert. Da wollen wir aber nicht zu weit vorgreifen. Nein. Das wird spannend und wer noch ein bisschen mehr dann ins Backup einsteigen möchte, der schaut einfach das nächste Mal wieder zu. Ich glaube, wir sind durch. Ja, das war's. Wir sind Digital Upgrade und ihr wurdet upgegradet. Jetzt haben wir vor dem Abspann den Andi vergessen. Ah Mann, jetzt haben wir ihm Low Third gemacht. Den kriegt er jetzt noch. So, bitte dranbleiben, bitte. Bitte jetzt nicht ausschalten, auf keinen Fall. Die heimlichen Stars kommen nämlich erst nach dem Abspann. Jetzt kommt dann Lady Gaga. Hey, Lady Gaga. So, und als Haupteck. Also, an der Stelle nochmal vielen Dank, Andi, dass du hier vorbeikommst. Da ist jemand aus Stuttgart hierher gefahren, um eine iPad-Folie abzuholen und um uns hier zu helfen. Der Andi ist das, der AH8982, also wenn ihr jemanden zum Geburtstag gratulieren wollt und das ist gerade der 8.9.82, na 82 nicht, der 8.9., dann ist der Andi der richtige Mann dafür.
Und vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Also auch an euch, wenn ihr mal Bock habt, hier mal dabei zu sein, mal hinter die Kulissen zu schauen, mal Knöpfchen zu drücken oder solche Sachen zu machen. Mitzuerleben, wie wir so privat sind. Dann überlegt es euch nochmal. Aber wenn ihr zumindest mit im Studio sein wollt und das hier mal erleben könnt, wie schön hier so ein Studio einfach aufgebaut wird aus dem Nichts, dann bewerbt euch doch bei uns. Tisch ab, Wir wir sind suchen den super Mithilfemeister. den Supermodel, ja genau, den Super, wie nennt man den? Den Superoperator. Also, ja, wir haben ja auch tatsächlich immer was zu tun für jemanden. Es ist für uns viel einfacher, wenn wir jemanden haben, der uns hilft, der die Knöpfe drückt, um zum Beispiel solche Sachen wie. DUDSO. Digital Upgrade sucht den Superoperator. Zum Beispiel solche Dinge wie jetzt, den Lower Third vom Andy, der jetzt gleich magisch erscheinen wird. Bau. Tada! Das müssten wir normalerweise hier mit Knöpfchen machen und wir können uns nicht so sehr aufs Moderieren konzentrieren, da sind wir eh schon nicht so gut drin. Und deswegen ist es uns eine ganz große Hilfe, wenn da jemand vorbeikommt. Und wenn dann diese Person auch noch 2 Stunden Autofahrt auf sich nimmt, um hierher zu bekommen, Umso besser. dann rührt uns das auf jeden Fall. Also danke nochmal, dass du gekommen bist. Und das soll es gewesen sein, oder? Jetzt Oder hast du reicht's noch aber. irgendwelche Nee, tollen ich muss mir jetzt hin. Sprüche auf Nein, Lager? jetzt reicht's. Einzig, was ich noch sagen möchte, ich bin besonders beeindruckt von der musikalischen Untermalung, währenddessen wir hier im Studio aufnehmen. Das Der wollte ich noch mal gesagt haben. Technomeister über Ja, uns, meinst du? diese Bassbox, diese Bassrolle, die über meinem Kopf zusammenbricht im 30-Sekunden-Takt, finde ich phänomenal. Wir hoffen einfach, dass ihr es nicht hört. Wahrscheinlich könnt ihr uns nicht mal uns gescheit hören, weil wir es schon wieder mit dem Audio vergeigt haben. Aber hey! Also, falls ihr Knacksen im Ton hört, dann ist das ist die Bassrolle. Das ist nicht, weil wir es nicht drauf haben. Ja, und das Also, war's. vielen Dank. Ciao.